Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Monster Hunter World mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wie wir das letzte Mal aufgehört haben, und das wäre, ein neues Lager aufzustellen. Dafür müssen wir mit der Küpperin reden. Was auch immer eine Küpperin sein mag, aber ich weiß, dass es sie hier ist. Oh, du bist so nett zu mir. Also, Fünfter, stimmt es? Du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen? Das sind ja tolle Nachrichten. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Schließlich wird in der Kommission vieles studiert, nicht nur die Drachenältesten, mit denen du her, nicht nur der Drachenälteste, mit dem du hergekommen bist. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis instand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts studieren. Die Ressourcenzentrale hier ist dafür verantwortlich, die Arbeit aufzuteilen und sicherzustellen, dass sie alle erledigt wird. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Geh auf eine Expedition im alten Wald, finde einen passenden Lagerplatz und sorge dafür, dass es sicher ist. Wenn Monster beschlossen haben, es sich an einem Ort gemütlich zu machen, musst du sie davonjagen. Verstanden? Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Okay. Ja, ja. Heißt, wir können auf eine Expedition gehen. Hey, starten wir diese Expedition. Wir treffen uns am Tor. Ja, noch nicht ganz. Ich will zuerst schauen, was man so mit meinen Waffen machen kann. Das ist wichtiger. Da bist du ja, Fünfter. Einer meiner Untergebenen hat mit dem Entwurf von mir den Entwurf von Ausrüstung gebracht, die er schmieden möchte. Das Problem ist, dass wir spezielle Materialien brauchen. Deshalb habe ich eine Lieferanfrage angereicht. Hilf uns dabei, Fünfter. Das ist eine dringende Sache, aber wenn du dich mal langweilst, keine dringende Sache, aber wenn du dich mal langweilst, kannst du darüber zur Ressourcenzentrale und was für uns erledigen. Okay, ja. Brauche ich jetzt aber nicht. Ja, das sind, glaube ich, Standardsachen, die er jetzt sagt. Ausrüstung verbessern. Großjagerschuppe fehlt mir eine. Aber auch sonst wäre das, glaube ich, nicht die beste Option hier. Macht einen Haufen Schaden, hat aber kaum Schärfe. Das kann ich aber gut mal machen. Nein, danke. Ausrüsten will ich es dann doch nicht. Also, Großjagerschuppe zweimal. Und hier wäre es... Malachiterz habe ich noch, ein Erz, das ich noch nicht habe. Okay. Das sind andere Sachen. Ja. Okay. Schmieden kann man wahrscheinlich auch nicht gerade großartig. Was? Hier. Ja, nur das Gleiche. Okay. Ja, dann bleiben wir mal bei der Eisengewehrlanze. Kriegen dann schon noch bessere Sachen. So, und dann auf zur Expedition. Jetzt gerade sind wir in Astera. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? So, also uralter Wald. Ja. Das ist quasi so der Free-to-Play-Modus. Also, nicht Free-to-Play, der Open World, müsste man eher sagen. Hier können wir so oft sterben, wie wir wollen. Um Materialien sammeln gehen und alles, was dazu gehört. Möchte ich überhaupt mit dir reden? Was sagst du denn? Lass uns nach dem Lager suchen. Okay, wir haben es ja nicht wirklich heilig. Wenn wir schon mal hier sind, sollten wir uns gut umsehen. Okay. Ja. Und dafür haben wir keine von den Sachen hier. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Werde ich. Dafür gibt es natürlich auch keine Belohnungen für Jagd im Monster am Ende, sondern nur das, was man von ihnen einsammelt. Also wenn man auf Sachen von Monster scharf ist, dann sind Expeditionen immer noch... Also Quests immer noch besser als Expedition. So, jetzt haben wir so einen Glücksschnabel. Mhm.
Jo, hey Fischermann. Brauche ich nicht. Hier hinten hat es, glaube ich, noch einen Stein, wenn ich genau. Für Platz. Meins. Okay. Und großes Gekritzel. Das nehmen wir auch mit. Brauchen wir im Moment noch nicht, aber. Also brauchen wir allgemein nicht, aber. Könnte später mal noch nützlich sein. So, und dann müssen wir hier lang. Von euch habe ich einen. Also könnt ihr ruhig wieder gehen. Ich will noch dort hinten Mineralien aufnehmen. Wenn wir eh schon praktisch dran vorbeirennen. Wir haben sogar mal Malachit jetzt bekommen. Und noch ein großes Gekritzel. Wer könnte das nur dorthin gemalt haben? So. Unser Weg führt uns jetzt hier lang. Gehen wir noch die Made hier. Halbiert den Ausdauerverbrauch. Jetzt beginnt das wahre Spiel wieder. Oder sollte es zumindest. Da. Nicht gefunden. Meins. Unterholz Pretix. Terix. Das ist aber nur die normale Variante. Es gibt noch eine seltene Version von dem. Naja, der ist halt auch nicht immer da. Deshalb ist das ja eine seltene Version, oder? Kröten. Die kann man auch auf der Welt selbst, also als Falle benutzen, aber. So. Hallo, du. Ich muss, glaube ich, jetzt hier hin, genau. Hier drüben. Ja, ja. Hier kommt das Lager hin. Auf der Karte kannst du einen Zielort für die Spähkäfer festlegen. Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah ja. Okay. Schön, ja. So. Bandit mit Vogelhirn. So, okay, wir jagen einen Kuluyaku. Also gehen wir einen Kuluyaku jagen. Ich sehe um von einer Expedition zur Basis zurück. Ich sehe ihn schon. Öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Ich brauche nicht nach Astera zu gehen, glaube ich. Es reicht, wenn ich den einfach jetzt schon erhole. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt, wenn ich hier den das hier aufsammle, aber ich tue es trotzdem. Hey, und schaut mal, eine Vitalitätswespe. Heilung zum Mitnehmen. Und für das, dass er sich vorhin so groß an uns erschreckt hat, ist er jetzt eigentlich wieder recht ruhig. Und das ist so eine Stelle. Echt? Kann man das? Nee, okay. Einen Augenblick. Das funktioniert manchmal. Okay, er rennt wieder davon. Hey, du. Dankeschön. Entscheidest du dich auch mal zu kämpfen? Anscheinend. Wow, okay.
Ich mag solche Angriffe nicht. Solche Angriffe mag ich. Oh nein, ich habe ihn gerupft. Das ist sein Stein. Okay, das ist deine Chance. Beeil dich, bevor man dich wieder bemerkt. Er hat mich nicht bemerkt. Perfekt. Du hast einen guten Stein gefunden. Er rennt davon. Holt den Stein zurück. Er darf mit dem Stein nicht entkommen. Wer weiß, was für Schaden er damit anrichten könnte. Ich sollte jetzt irgendwo hier rumlungern. Da ist er. Wow, okay. Seht ihr, das habe ich gemeint. Oh je. Komm ich hoch? Wurp. Nicht mein Plan. Nein, 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 warte. Auch nicht mein Plan. Wieso geht das jetzt nicht? Hä? Warte. Genau, so ging das. Okay. Jetzt habe ich den alten Trick wieder. Genau, er muss mit mir hier oben stehen. Was relativ schwierig zu erreichen ist, aber er kommt schon noch. Und dann kann man nämlich hier... man kann praktisch die ganze Zeit runter und wieder raufspringen. So, du springst ein bisschen umher. Ich hack ein bisschen auf deinem Kopf rum. Normales Alltagsleben, oder? Und dann ist Fett oben. Piu. Und voll in den Kopf. Und weil wir so gut sind. Ja, ja. So niedrig auch wieder nicht. Aber wir sollten schon ein bisschen aufpassen. Oh, Puzzle wollte uns helfen. Und wir haben seine Hilfe einfach abgelehnt. Oh, jetzt ist er wieder oben. Wenn er jetzt umkommt, bevor er wieder runter geht. Okay, oder auch nicht. Ich glaube, ich bin zu sehr auf meinen Trick vertieft, dass das jetzt gut funktionieren würde. Blöder Stein. Die Ultimate Defense. Und Offense. So, nehmen wir halt eine Stechkappe. Ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung durchdringen kann. Ja, aber bei kleinen Monstern nicht so effektiv. Immerhin haben wir ihn erschrocken. Es würde mehr Schaden machen, wenn er größer wäre. Und noch einmal. Und zu wenig Schaden. Schärfe. Naja. Dann schleifen wir noch einmal und dann sollte der coole Jakob-Geschichte sein. Tada! Kuluyaku, wo bist du? Ich komme, um dich zu holen. Oh, schade, ist hier keine Made mehr. Glänzende Pilze. Oh, nur 5 Blaupilze. Oh. Guten Tag dann.
Komm schon, hier passt es mir auch. Autsch. Hier hat es ihm auch gepasst. Sein Stein. Wir sollten allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurück sind. Das mit dem Kuluyaku hast du gut gemacht. Wähle auf der Weltkarte Astera aus, damit wir nach Hause können. Mach ich gleich. Wäre eine Verschwendung, hier die Kuluyaku-Schuppen und so nicht mitzunehmen. Obwohl ich, glaube ich, nichts von ihm brauche. Und wenn wir nun dabei sind. Dankeschön. So, und jetzt wäre es, glaube ich, wo muss ich das? Von der Expedition zurückkehren. Hier. Ja, man kann mit diesem Angriff von der über die Kante kann man Gegner ziemlich schnell niedermachen. Okay. Jetzt sollte sich ja da die neue Basis quasi eröffnet haben. Danke, dass du den Lagerplatz gesichert hast. Wir haben das Lager schon mal aufgebaut. Fühl dich wie zu Hause. Nun, da ich weiß, was hinter dir steckt, Fünfer, kann ich dich hoffentlich öfter dazu überreden, Aufträge von mir anzunehmen. So, und wir haben ein neues Lager bekommen. Ist doch schön. Das auf der Himmelsstirn, das ist das Schiff oben. Nun, wir schauen uns jetzt an, was wir so an... Ob wir irgendwas verwenden können, irgendwas machen können. Ich glaube nicht, wie gesagt, Kuluyaku hat... Bei der Gewehrlanze glaube ich keinen, vor allem nicht Schmieden. Keinen Weg. Ist nur Jagras und andere. Ja. Schade. Wir können schauen, ob Kuluyaku Rüstung irgendwas kann. Ping. Set hier ein bisschen mehr, aber sonst auch nichts. Ryan ist das Winterfest, das glaube ich im Moment läuft. Ja, das brauchen wir nicht. Und wir können vielleicht Palinko Sachen machen. Ne, ja, das wäre doch was. Ein bisschen Puzzle ausrüsten. Kulu und ein Jagras Gewehr, damit er mit Jagras Sachen verknüppeln kann. Wintersachen. Ah, dann kann man ihn zum Schneemann machen. Okay. Ja, die Glocke wäre für ihn ziemlich stark im Moment. Ja, komm, warum nicht? Gib ihm die Glocke. Puzzle wird nie der Haupt quasi großartig Schaden machen. Aber so ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten darf er. Die Sachen, nee. Und ihm Kuluyaku Sachen geben. Ich bin zwar mehr. Geben wir ihm Jagras Sachen, die sehen ein bisschen cooler aus. Jupp. Ich glaube, Puzzle wird wahrscheinlich mehr die Rüstung wechseln, als wir es tun werden. Also seid einfach darauf vorbereitet. Das seht ihr, jetzt ist unser kleiner Löwe hier wirklich getarnt im Gebüsch. Wenn er denn will. Ja, gut. Ich werde hier nicht die nächste Quest schon beginnen. Aber mit dem Kommandanten reden kann man vielleicht. Versammlung. Warte, ich wollte nicht in die Versammlungsstätte, das ist ja höher. Ja, deshalb benutze ich den Lift nicht oft. Ja, seht ihr, hier haben wir das Winterfest. Schön sieht's aus. Das muss man Monster Hunter World wenigstens lassen. Sie haben, sie geben sich Mühe, immer ein bisschen, immer Events und so am Laufen zu halten. Es sind nur, sie interessieren mich meist nicht. Also gehen wir zum Handelshof. Ich kann halt nichts mit denen anfangen, mit den
Events in Monster Hunter World. Ich hätte gern ein paar mehr neue Monster zum Erjagen und nicht das. Und mit neu meine ich neu. Und nicht Devil Joe und Lunastra. Aber egal. So, jetzt, Kommandant. Obwohl der Anführer des Feldteams auch was zu sagen hat. Egal, Kommandant. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Laken. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Die Puke-Puke-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Puke-Puke zu besiegen. Das könnte unsere Chance sein. Viel Glück und sei vorsichtig. Okay, gut. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Ja, ja. Du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Ich komme ja schon. Hey, du. Anscheinend trennen sich unsere Wege. Ja, ich meine, er war ja keine Hilfe. Dementsprechend kein Verlust entstanden. Gut. Oh ja, und sie hat Winterkleider an. Von mir aus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.